Wir kommen zu den Mannschaftsaufstellungen und wir starten mit der Mannschaft des SV Strahlen. Trainer Steffen Weiß bringt im Tor Julius Paris. Mit der Nummer 2 Kino Delorge. Mit der Nummer 5 Ole Päfken. Die 9 Arlind Shoshi. Die 14 Toshiaki Miyamoto. Die 17 ehemaliger Duisburger und Kapitän aus Strahlen Kevin Wolze. Mit der 18 Timo Melich. Mit der 19 Gianluca Rizzo. Mit der 20 Erwin Pfeiffer. Mit der 28 Matona Glodin Giombo. Und mit der 42 Dakain Barazza. Der MSV Duisburg bringt folgende Elf in die Partie. Im Tor mit der Nummer 30 Jo Koppens. Mit der 6 Marvin Bakalorz. Die 7 trägt Kolja Pusch. Mit der 10 der Kapitän der Duisburger Moritz Stoppelkamp. Die 15 Tobias Fleckstein. Mit der 20 Marvin Ajani. Die 23 trägt Niklas Stirlin. Die 27 Nico Brettschneider, mit der 29 Orhan Ademi, die 37 Marlon Frey und mit der Nummer 39 John Yeboah. Oh, jetzt die Möglichkeit, wenn der Ball schnell zu Stoppelkamp kommt. Stoppelkamp legt noch einmal auf und Orhan Ademi mit der Möglichkeit zum 1:0, aber der Schiedsrichter sagt, ausgerutscht. Ademi und die hinter dem Tor stehenden MSV-Fans fordern Elfmeter. Das müsste man sich in der Wiederholung nochmal anschauen, ob es da einen Kontakt gab. Vielleicht der Überraschungseffekt, wie du sagst, Stefan. Aber man erkennt schon jetzt ganz gut, da wird jetzt überlaufen. Man schaltet also schnell oben von Strahlener Seite. Das ist das Spiel und da kommt man jetzt. Ah, auch da lässt er weiterlaufen. Oha. Ja, das war eine ganz enge Kiste. Stefan, ich rechne hier auch eventuell, will nichts beschreien, aber so ein Spiel kann auch mal über 120 Minuten gehen, ne? Ja, das ist mit Sicherheit das, was der MSV Duisburg sich nicht wünscht. Allerdings auch nicht Strahlen, denn wir dürfen nicht vergessen, beide Mannschaften in einer prekären Situation in der Liga. Und jetzt nochmal eben 30 Minuten plus X draufzupacken, kann beide Mannschaften jetzt nicht zufriedenstellen. Auf der anderen Seite erhöht das natürlich die Chancen für einen Underdog. Jetzt aber die Möglichkeit und Außennetz. Sollte Moritz Stoppelkamp tatsächlich aus, naja, sind gefühlt 35 Meter versuchen direkt abzuschließen. Er tut es, aber Paris, der junge Torhüter, sicher. Stadion am Zoo wird mit Sicherheit interessant sein. Jetzt Yeboah. Nächste Woche. Oh, das muss die erste gelbe Karte geben. Yeboah hier frei durch. Kevin Wolze kann ihn nur noch mit einem Foulspiel retten und macht dies vermutlich auch ganz bewusst, denn Yeboah hätte hier den Weg frei auf Paris vor sich gehabt. Ist aber auch die logische Situation hier für Pusch, ne? Halbrechte Position, kann den Ball über die Mauer in die torwartentfernte Ecke drehen und ich denke, das wird auch der Plan sein. Schauen wir mal. Kolja Pusch nach 30 Minuten mit einem Standard für den MSV. Pusch läuft an. In die Mauer. Zweiter Versuch, da geht der Ball hoch und es ist wieder einmal ein Ball für Paris. Ja, der Ball, die Idee war genau die, über die Mauer ins rechte Eck, aber viel zu flach in die Mauer. Und Michael, welche Personalie ich auch noch interessant finde oder beleuchten würde, Orhan Ademi heute für Assis Ouadouz. Und wenn man jetzt mal feststellt oder auch im Vorgang die Interviews hört, ist ja schon jemand, der so den 16-Meter-Raum sucht, der die Bälle dann aber auch braucht. Und davon haben wir bislang auch relativ wenig gesehen, deswegen halt auch relativ Platz. Stark gemacht jetzt. Jetzt aber durch. Jetzt die Möglichkeit nochmal Stoppelkamp. Knapp vorbei. Ja, die Frage ist, hätte Yeboah den nicht vielleicht selbst abschließen sollen? Stark gemacht übrigens von Orhan Ademi, ne? Sperrt den Ball wunderbar frei und bringt dadurch Yeboah ins Spiel, der dann aber nicht mit dem linken Fuß abzieht, sondern nochmal nach außen auf Stoppelkamp legt. Jetzt die Standardsituation. Moritz Stoppelkamp von rechts. Langer Ball auf den zweiten Pfosten. Bakalorz, aber der zweite Ball hier an Strahlen. Ja, erste Aktion von Bakir und Quattro in Kombination. Schön, und jetzt muss er selber abziehen. Jetzt muss er selber machen, aber verzieht gut 5 Meter. Zeigt da an, er sucht jemanden in der Mitte. Ja, für mich ein bisschen unverständlich, weil da musst du doch selber aufs Tor gehen.
Jetzt die Möglichkeit. Ademi schön in Szene gesetzt mit dem Abschluss. Der Ball trudelt ins Lichtentor. Und im Nachsetzen hat Paris den Ball nochmal unter sich begraben. Das hätte das 1:0 für den MSV Duisburg sein können. Findest du einen Einwurf raus? Ja, stark von Frei. Sehr gut den Ball geholt. Jetzt Bakir, jetzt muss er aufpassen, dass er hinter sich den Spieler wahrnimmt. Jetzt Wolze erobert den Ball, hat jetzt die Umschaltsituation, die Möglichkeit, Überzahl. Mehlig. Oh, und klasse Aktion von Joe Coppens. Das hätte fast das 1:0 sein können. Aber soll man gar nicht glauben. Der hat da vor ein paar Jahre... Das wird jetzt eine gefährliche Situation. Strahlen, jetzt könnte er abschließen. Steckt nochmal durch. Lunga! 1:0! Abseits. Abseitsposition von Lunga. Da hat der MSV mächtig Glück. Ja, aus dieser Situation haben wir als Rechtsfuß relativ wenige Möglichkeiten. Ich würde ihn jetzt rechts an der Mauer vorbeidrehen, Richtung Torwart in die rechte Ecke. Schauen wir mal. Moritz Stoppelkamp. Nachschuss Quadro und nochmal geklärt zur Ecke. Da ist er nicht ganz durchgekommen mit seinem Freistoß. Die Idee war ein bisschen eine andere, Stefan. So, jetzt Stoppelkamp über links mit Buadus. Foulspiel von Lunga. Ja. Ganz von klar doch. Da monieren die Zuschauer, aber da geht er ganz klar Lunga von hinten nur in den Mann. Nächste Möglichkeit und das, was für den SV Strahlen gilt, beziehungsweise für den MSV Duisburg. Jetzt schnell ausgeführt, Bakir. Mit dem Steckpass in die Mitte. Stierlin, Fleckstein! Und Fleckstein mit dem Schlenzer, Stefan. Sieht man selten. Genau. Der muss dann in die Schnittstelle geschickt werden. Und John Yeboah hat es auch selbst mal gesagt, Julian Hetwer ist noch schneller. Also Julian Hetwer, der schnellste Duisburger. Und der ist nun auf dem Rasen. Und das muss man dann aber auch ins Spiel bringen. Kein klassischer Knipser, sondern eher übers Tempo. Genau, und jetzt die Möglichkeit für den SV Strahlen. Umschaltsituation, rechte Seite kommt raus, der Ball. Lunga nimmt ihn jetzt auf seinen starken Rechten, bringt die Flanke direkt rein. Da ist Kader mit dem 1:0 für den SV Strahlen. Wahnsinn. 74. Spielminute, 1:0, Strahlen, Duisburg 0. Stimmte mal wieder relativ wenig im Umschaltspiel. Der Ball kommt raus, zentral gespielt auf die rechte Seite. Lunga, die Flanke kommt rein und Strahlen hat die Möglichkeit in Person von Kader, den sprachen wir diverse Mal an, setzt sich gut in der Mitte ab, hat relativ wenig Mühe. Joe Coppens hechtet noch vergebens hinterher, kann den Ball nicht mehr klären und Strahlen steht jetzt mit einem Bein im Finale. Ja, Viertelstunde noch zu gehen. Coppens lenkt den Ball an die Latte und kriegt ihn von der Latte an den Rücken. Äußerst unglücklich, stark gehalten, aber dann eben äußerst unglücklich. Ja, Stefan, du kannst davon ausgehen, dass eine Viertelstunde vor Schluss mit einem 1:0 im Rücken, da läuft jetzt keiner mehr mit weniger Energie. Also dieses Konditionsding, da kannst kommt die zweite vergessen. Luft. Die zweite Luft kommt jetzt durch dieses 1:0. Jetzt und das sieht man auch gegen Bakalorz. Ganz stark gegen Bakalorz. Setzt sich durch, ist schon an der Grundlinie. Aber Abstoß für den MSV. So, Coppens will das Spiel schnell machen, zeigt rechts an. Frei übernimmt den Ball. Letzte Ausfahrt oder letzte Möglichkeit, was würdest du sagen? Also ich bin ja noch ein Freund davon, immer auch dann, komm, 2 Minuten, selbst Fleckstein mit jetzt nach vorne. Also, was soll's? Ja, irgendwann musst du es hinten aufmachen. Ne? Jetzt müssen wir mal abwarten. Was zeigt er an? 5 Minuten? 5 Minuten Nachspielzeit. Also, nochmal 5 Minuten Zeit für den MSV, wenn gleich die Uhr auf 90 springt. Nochmal 5 Minuten Zeit. So, jetzt. Vielleicht diese Ansage nochmal. Jetzt auf die linke Seite. Die zweite Luft. Das wäre der richtige Ball. Quadro jetzt vielleicht. Stoppelkamp macht Silber. Vom Tor weggezogen. Ha! Stevens jetzt beim Einwurf auf Wolze. Ja, Michael, der hat durchgespielt. Der hat hier alle verblüfft. Ja. Und stark gemacht über den linken Flügel. Aber viel zu einfach. Stevens gegen 3, 4 Mann. Lunga. Der gefällt wird, gibt keinen Elfmeter. Jetzt die Nachschussmöglichkeit. Das wäre fast abseits. Das 2:0 gewesen. Abseits. Aber abseits, ja, du hast recht. Bakir, auch nicht sein Spiel. Fleckstein, der in die Mitte vorlegt, mehr oder weniger. Und Lunga, der jetzt alleine aufs Tor marschiert. Fleckstein noch vor sich hat. Vorbeizieht, ganz einfach. Stark. Und im letzten Moment dann aber zur Ecke geregelt oder geklärt wird. Schiedsrichter zeigt Eckball für den SV Strahlen. So, Einwurf Marvin Adjani. Ball wird verlängert. In der Mitte. Und ist es. Da ist der Torwart und Michael. Und ich behaupte, das war's. Schiedsrichter pfeift ab.
Der SV Strahlen gewinnt 1-0 gegen den MSV Duisburg. Michael, egal wie schwer es ist, ich würde dich bitten, das Ganze hier zu vollenden und ich gehe auf Stimmenfang.